Ein fantastisches Turnier erwartet uns in Notre Dame in Frankreich. Wir wollen ein Online-Turnier mal machen. Einfach mal so, was wir gelernt haben, wie es aussieht, ob da was sich geändert hat im Gegensatz zum letzten Mal. Ab nach Frankreich. Hallo Paris, ich bin gespannt, ob um die Uhrzeit überhaupt noch Menschen existieren, denn es ist spät. Sehr spät, aber dann spiele ich halt gegen irgendwelche Amis, das dürfte schon irgendwie passen. Bei denen ist es gerade Primetime. Für mich ist auch gerade Primetime, aber na, vielleicht ist es doch schon ein bisschen zu spät für Gegner. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Oh oh. Eieieiei. Oh, haben wir jemanden gefunden? Es sieht so aus. Okay, wir spielen gegen einen aus Großbritannien, gegen den Ginger FC. Und da muss ich ein bisschen was ändern. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht nerven, aber ich muss auf jeden Fall was ändern. Und zwar will ich Phoenix, ja, den möchte ich... Nein, obwohl, ich glaube, ich spiele lieber mit Ice Cold. Bin ganz ehrlich, lieber Ice Cold hinten in der Verteidigung. Ich glaube, das ist mir jetzt fürs Erste lieber 94 zu 92, also... Relativ ausgeglichen eigentlich. Jetzt ist halt die Frage, was läuft da? Ich werde jetzt noch nicht versuchen, irgendwie ordentlich zu tricksen, sondern ich werde einfach mal gewinnen. Einfach mal gegen irgendwelche Typen gewinnen. Wenn ich natürlich schöne, geile Sachen zeigen kann, dann werde ich das natürlich machen. Ah, wir spielen in meiner Lieblingshalle. Die Halle, also ich mag die Halle, vor allem im 6 gegen 6 bei 5 gegen 5. Weiß ich nicht, wie das da abläuft. Okay. Der Mensch ist natürlich um einiges aggressiver. Oh Gott! Ja, da ist es natürlich kein Problem. Ja, okay, ich wollte schon wieder tricksen. Ich will sofort aufhören. Ja, das ist natürlich klar. Wenn du die ganze Zeit gegen einen Computergegner spielst, dann kommt dir das natürlich vor wie, keine Ahnung was, weil der Mensch spielt immer ganz anders. Zum Beispiel hier wunderbar gestoppt. Jetzt muss ich zum Beispiel einfach nur noch, ja, ich... Oh! Aber dafür passiert dir sowas zum Beispiel gegen einen Computergegner nicht. Und jetzt muss ich doch eigentlich selber nur noch vorbeischieben. Und das gelingt mir sogar. Da lege ich mich sogar glatt nochmal auf den Boden. Okay. So, 1-1 ist doch schon mal etwas. Ich lasse den Gegner jetzt auch erstmal chillig kommen. Der kann da vor sich hin flip-flappen, wie er will. Letztendlich würde er keine Chance gegen mich haben. Es sei denn, ich lege ihn natürlich auf. Das ist klar. Also dann würde ich als... Wenn ich gegen mich spielen würde, würde ich auch nicht nein sagen. Was war das denn jetzt? Warum lässt denn da jeder durch? The fuck? Halt den Ball. Du Junge, ey. Was ist denn das? Er wird sich bestimmt auch denken, was ist hier eigentlich los? Und dann kassiere ich auch noch, ey. So billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, was soll's. Okay, dann gehen wir halt eben rüber. War jetzt einfach genauso, wie ich bei meinem ersten Tor gemacht habe. Oh, da war mir jetzt nicht aufgepasst. Das war ganz schön schlecht. Oh, da hätte er einfach nur noch in den Lauf spielen müssen. Und da bin ich... Oh, das ist kein Foul, weil ich dachte, na, alle spielen wir schon mit Fouls. Also das war jetzt schon fast heftig. Oh, Big. Alter, gegen irgendwelche Menschen spielen ist so ungewohnt. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ich weiß gar nicht, wie ich da eigentlich agieren soll gegen einen Menschen. So, jetzt spielen wir komplett rüber. Ja, lauf mir einfach hinterher. Schade, dass es keine Ausdaueranzeige gibt, weil sonst hätte ich nämlich... Würde ich hier nämlich... Was? Der macht da gerade Moves, die ich noch nie... Also ich mache gerade Moves, die ich selber noch nie gesehen habe. Warum steht der da eigentlich so geil? Scheiß, die Wand an. Na, das war ja wohl ganz schön schlecht. Okay. Sein aggressiver Stil macht mich gerade übelst fertig. Vor allem, weil ich ums Verrecken nicht durchkomme eigentlich. Ja, aber schon. Ich habe ja nie eine Abwehr hier. Nie eine Abwehr. Da habe ich ja gar keine Chance. Wir haben keine Chance an der Abwehr. Der hat immer so viel Platz. Ups, sorry. Wollte ich jetzt nicht. Oh, ätzender Scheiß, ey. Oh, das war auch noch gefährlich. Warum spielt... Wo passt der denn hin? Leck mich doch am Arsch.
Ja, genau. So, einmal quer darüber. Warum? Ja klar, warum sollte der auch an den Ball gehen? Ist das ein Quatsch, Leute? Ha, online muss ich mich eigentlich immer aufregen, weil das... So, nee, es ist seltsam. So, komm, 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 komm. Ach, leck mich doch am Arsch. Und du nennst dich Sprinter, du Lahmarsch. Das Gegner genauso schnell. Okay, das war jetzt natürlich nicht wirklich gut. 4-1 hinten liegen ist schwach. Aber da merkt man einfach, wenn man die ganze Zeit gegen Computergegner spielt, dann steht man da richtig schlecht da. Oh, und ich bin ja im Abschluss nach wie vor ein Versager. Und der hat da hinten, hat der massig Leute. Massig Leute. Und endlich habe ich mal hier hinten jemanden in den Abwehr gehabt. So, und jetzt muss ich Gas geben. Komm, schick da einer mal mit. Warum geht er denn vom Ball weg? Warum läuft er nicht weiter? Ich verstehe es nicht. Okay. Kein guter Einstieg. Ja, die Idee war ganz nett, aber letztendlich... Oh, muss ich doch die Chance nutzen? Nein, du bist nicht schneller als ich, Mann. Oh, doch. Natürlich geht er da an den Ball. Ich glaub's nicht. Jetzt will er es wissen. Er kann sich's leisten, das ist das Problem. Ich sag mal, jetzt geh halt hin, Junge. Oh. Hält er mich da jetzt auch noch auf? Jetzt schiebt den scheiß Ball da rein. Nee, natürlich geht er daneben. Natürlich geht er daneben. Oh, da wird man noch wahnsinnig. Okay, jetzt will er es nochmal machen. Ey. Ey. Ja, okay, jetzt hat er natürlich Glück gehabt, dass er das diesmal einen Abwehrspieler gehabt hat. Ach, der will's wissen. Der kann sich's leisten. Na, und er schafft's. Tja. Blöd, irgendwie. Sowohl Abwehr als auch Defensive. Ja, das ist ja irgendwie dasselbe. Abwehr und Sturm von mir absolut beschissen. Okay. Und ich glaube, ich habe auch einfach Steuerungsprobleme. Das funktioniert. Ohne Witz jetzt. Also ich merke es einfach, dass oft nicht das passiert, was passieren sollte. Okay, wenn er natürlich mit der Wand spielt, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt versucht er zu gehen. Oh, okay, das ist meine Chance. Komm, Big, lauf, lauf. Okay. Ja, 5-3. Da wird mir jetzt die Zeit fehlen. Ich glaube, ich hab's so langsam raus. Ich glaube, ich hab's so langsam raus. 5-4, oha. Wolf-Time oder was? Oh, jetzt bin ich angespannt, weil jetzt merke ich auf einmal, dass ich es noch schaffen kann. Wenn ich jetzt keinen kassiere, sondern kontern kann. Alter Verwalter. Nein, nein. Oh ja, das war die Chance. Das war die Chance. Okay, jetzt kassiere ich. Oh! Ja, komm, 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 komm. Ja! Alter! Alter, nein! Oh, wär der durchgegangen, Mann. Nein! Nein, nein! Oh, ich merke... Komm! Komm! Geht er durch? Nein, ich bleibe hängen! Ich fasse es nicht! Ich fasse es nicht, dass ich jetzt noch hängen bleibe. Oh. Oh. Regt mich das jetzt auf. Leute, ey, da kommt das Aufholduell. 3 Tore hintereinander reingeballert und jetzt verliere ich das noch. Vollkommen unberechtigt, muss ich jetzt am Ende mal sagen. Scheiße ätzend. Scheiße ätzend. Oh, da war ich so nah dran, Mann. Jetzt geht's gegen Galantieri. Ja, von mir aus. Auch aus Deutschland. Also noch so ein Nachtsuchti wie ich hier. Oh, das ärgert mich. Jetzt muss ich kurz was trinken. Ich hatte jetzt gerade am Ende Anti-Drehung raus, den Dreh raus. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier auch direkt in die Tat umsetzen. Jetzt eine kleinere Halle und ein Pixelfeld, das lenkt mich total ab.
Aber gut, mal schauen, was ich daraus machen kann. Überhaupt gefällt mir das Feld gar nicht, weil ich ungefähr mit meinem schwarz-weißen, mit meiner schwarz-weißen Kleidung habe ich äußerst Probleme, mich hier zurechtzufinden. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt keine billige Ausrede. Ich finde, es ist wirklich, also meine Augen machen da gerade um diese Uhrzeit irgendwie nicht mehr so ganz mit. Okay, gute Parade von Moshi. Okay, geht er durch. Jetzt hat er Platz, muss er eigentlich nur passen. Schade, nein, forget it, man, forget it. So, ich nutze die Chance und geh, komm, pass. Oh, shit, dass er da noch drankommt, ey, Konsolenfreak 31, so, so. Da war ja auch ein höchst kreativer Name am Werk. Oh, lässt er durch, Idiot, Mann. Oh, okay. Also hier merke ich, dass ich deutlich mehr Chancen habe. Glaube ich zumindest. Warum? Das ist mir aufgefallen, das war beim letzten Mal online auch so. Da haben sie einen Riesen im Team und einen so einen Minitypen. Einer ist ganz riesig und einer ist ganz klein. Komisch. Warum? Wie kann man auf sowas stehen? Oh, jetzt habe ich aber schon ein bisschen Glück gehabt, kann man mal sagen. Okay, da wollte ich natürlich jetzt versuchen zu jonglieren. Das ist nicht ganz gelungen. Jetzt habe ich doch Platz. Aber auf das Tor ist natürlich auch wieder schwieriger zu treffen. Okay, das war krank. Oh, aber an sich gar nicht mal so verkehrt. Ach, schade, warum stand da jetzt nicht Kaiser? Der will's, der macht häufig Weitschüsse. Oh, jetzt haben... Boah, das ist übelst verwirrend. Vor allem der ganz kleine Kerl. Aus dem... Okay, der muss sich, glaube ich, gerade zu Tode ärgern. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Ui, ein kleiner Lag. Aber bisher sonst ganz lagfrei. Schießt er. So, jetzt halt, komm. Ja, nein. Pass, Schuss. Oh, komm, komm, komm. Nein. Ist das ätzend, ey. Sind Weitschüsse irgendwie auf dieses Tor besonders effektiv oder... Oder überhaupt effektiv? Keine Ahnung, ey. Oh, schade. Hätte ich ihn natürlich jetzt gerne gehabt. Oh, das war ein super Zusammenspiel. Da kassiere ich jetzt bestimmt. Ja! Macht er den noch kurz vor Schluss rein. Ekelhaft. Und da komme ich nicht... Alter, nimmt der denn direkt, ey? Du bist so ein Idiot, Wolf. Oh Gott. 1-0, ja, das ist auch wieder so eine Sache. Da gibt's eine Möglichkeit, das zu schaffen. Aber schwierig. Ich glaube, Turniere sollte ich vielleicht lieber nicht online spielen. Probier's bei weltweit, probiere ich nochmal bei. So. Oh, komm jetzt! Oh. Ja, jetzt hat er natürlich Platz. Aber jetzt habe ich Platz zum Kontern. Ja, hallo? Was ist das schon wieder? Jetzt verstehe ich, warum er dauernd Weitschüsse macht. Weil er hofft, dass der Ball abprallt. Und er dann abstauben kann. Huh, das ist doch mal eine Chance jetzt. Komm, komm. Warum machst du denn nicht rein? Zum Ball. Ich zerdrücke hier gleich meinen Controller vor lauter Frust, dass es überhaupt nicht so läuft, wie es laufen sollte. Schön Spiel ihm in die Beine. Können wir uns ja leisten. Jetzt komme ich nicht vorbei. Ah, ist das ekelhaft. So, der passt doch jetzt bestimmt. Oh, und dann hat Muschi den nicht fest. Aber den da. Kontern, komm. Gib Gummi. Oh, mach ihn doch rein. Oh, ich muss mich anders hinsetzen. Ich klemme hier gleich einen Nerv ein. Weil ich einfach... Ah, ich kann das Ding gewinnen hier. Das sage ich, obwohl ich im Rückstand bin. Ja, jetzt vielleicht nicht mehr. Natürlich machen die einfachsten Bälle rein. Aber bei mir gelingt nichts. Da kriege ich doch das Kotzen, ey.
Natürlich. Und wieso komme ich da eigentlich nicht vorher an den Ball? Mal ganz ehrlich. Komm. What the hell, ey, the hell. Gut, einmal quer rüber, dann da in die Mitte. Gut rausgekommen im Torwart. Das bin ich halt zum Beispiel auch null gewohnt, weil das macht zum Beispiel der Computer nicht. Der kommt mit dem Torwart dann nicht so hart raus. Und kann noch passen. Oh, der ist so scheiß Schüsse, ey. Natürlich, da kommt er gut an den Ball. Und wieder muss ich mich ärgern, ey. Wieder muss ich mich ärgern, dass ich dieses Ding hier verliere. Komm, komm, geh hin. Okay, also für mich steht fest, keine Turniere gegen den Computer mehr. Gegen irgendwelche Menschen. Weil das ist einfach mit zu viel Zeit verbunden. Einzelne Matches kann ich gerne mal machen, so. Da würde ich auch, da hätte ich jetzt natürlich passen müssen, das ist klar. Da würde ich wahrscheinlich auch mehr Erfolg haben. Würde mich zum Beispiel auch, da müsste ich eigentlich mal was anderes drin, ausüben. Ja, wir werden jetzt, ich habe natürlich jetzt keine Chance mehr in der Gruppe weiterzukommen. Das ist auch gar nicht so wichtig. Aber für alle, die es interessiert, werde ich noch eine Partie dranhängen, weil ich werde jetzt auch nicht einfach so die Gruppe verlassen. Das macht man ja auch nicht. Ich bin ja ein fairer Sportsmann. Und werde einfach weiterkämpfen. Wahrscheinlich ist jetzt der letzte, besiege ich den jetzt noch total einfach oder so. Okay, der eine Typ scheint richtig hart abzugehen. Der mit dem 5-4 da. Der hat alle besiegt bisher. Und mein letzter Gegner hier ist aus Spanien. Mako Team. Ja, okay. Mal schauen. Ich würde gerne mal zum Beispiel Sachen wie Letzter Mann oder so oder auch Freestyle online probieren. Vielleicht werfe ich da im nächsten Part mal so einen Spezialpart ein, wo ich online normale Spiele mache, weil bis ich jetzt da in der weltweiten Stufe bin, das dauert mir zu lange. Ich möchte das einfach mal sehen, möchte wissen, wie es ist, möchte die Erfahrung mal sammeln. Und jetzt habe ich ja eigentlich übelst gute Chancen gerade schon wieder gehabt. Aber es war nix. So. Gegen einen Spanier darf ich hier spielen. Oh, schön stand er da. Dass der Pass nicht durchgekommen ist, hat er jetzt Glück gehabt. Und da hatte ich jetzt Glück. Und gleich kontern. Komm. Ey, kein Pass. Irgendwie ein Mann hat der da hinten und kein Pass gelingt. Faszinierend. Ohne Witz, ey. Aber wenn man... Nee. Ich denke, das muss man extra trainieren. Weil du bist einfach anders eingestimmt. Hier zum Beispiel greift dich sofort der Gegner an, wenn du nur eine Sekunde stehen bleibst. Und der Computer macht das halt nicht. Oh, ey. Boah, ey. The hell. Und ich hasse das, wenn sie das machen. Komm, mal rein jetzt. Gibt's nicht, ey. Steht er da hinten echt gut. Unglaublich. Da werd ich ja wahnsinnig hier. Das ist nicht dein Ernst, oder? So. Okay, stehen gelassen. Rüber. Okay. Ja, nee, ist klar. Ich hab schon lange die X-Taste für passen losgelassen und er macht's einfach nicht. Gut, hat er. Rüber auf die andere Seite. So, Flip-Flop, passen, Tor. Das kann nicht euer Ernst sein, ey. Das kann nicht sein, dass mich das Aluminium-Pech sogar online verfolgt, oder? Das kann doch gar nicht sein, oder? Also da bin ich ja schon sprachlos. Da fehlen mir die Worte, Leute. Sorry. Ah, schieß einfach mal. Ja! Ein Erfolgserlebnis. Ich fasse es nicht.
Oh, ja, genau das haben die Gegner bisher immer vorgehabt. Einfach mal Distanz schießen und hoffen, dass irgendeiner abstaubt. Ja, sag mal, was wird denn das hier eigentlich? Okay. Das ist jetzt. Man merkt doch echt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Spielern. Vorher hatten wir den einen, der ist total aggressiv, haut einfach nur drauf. Jetzt haben wir hier eher so den Trickser, der versucht lieber stylisch zum Ziel zu kommen. Schafft er jetzt gerade nicht, wie man sieht. Oh, da hätte ich halt passen müssen. Und jetzt will das mit dem Torwart wissen, oder? Naja, das war ja wohl ziemlich klar, dass es nicht funktioniert. Genauso wie das. Wurscht, der Ball sieht aus wie ein Basketball. Und ich gehe mit 1:0 in Führung zur Halbzeit. Unfassbar, wer hätte das gedacht? Ja, man merkt halt, er macht eher einen auf stylisch. Ich versuche einfach nur ums Verrecken irgendwie zum Tor zu kommen. Will halt jetzt noch ein kleines Erfolgserlebnis haben. Und an sich, genau davon rede ich, ey. Einfach draufhauen, der Gegner liegt, also der Torwart liegt am Boden und irgendeiner wird schon an den Ball kommen. Also das ist die Taktik, die hier scheinbar die meisten Leute fahren. Er jetzt natürlich nicht, aber man hat es auf jeden Fall gemerkt, dass die anderen beiden das auf jeden Fall gemacht haben. Und ich merke wohl auch selber gerade, dass es gar nicht mal so... Wow! Dass es gar nicht so schlecht ist. Also ich merke schon, dass da durchaus Fortschritte zu vernehmen sind. Also zumindest gute Chancen. Okay, gleich weiter. Jetzt haben wir natürlich die Chance. Oh, schade, da habe ich jetzt den Rainbow Flick nicht geschafft. Aber da steht... Oh, ja, was wird denn das jetzt hier? So, schöner Flickflack. Flipflap. Und dann bin ich jetzt hier ziemlich schlecht im Torwart. Kollidiert. Zu weit rausgerannt. Oh, der will's wissen. Wow, der wäre sogar fast reingegangen. Krasser Scheiß. Okay, jetzt ruckelt's gerade ein bisschen. Gerade nicht viel gesehen. Wurscht. Noch ist alles gut. Okay, den habe ich irgendwie jetzt ganz nett stehen gelassen. Ah, schade. Ich dachte, wieder mit dem Flipflap komme ich vorbei. Und da, also das ist ja wohl ein Witz. Muschi, was ist denn das bitte? Also das war gerade ganz schön schlecht. Hast du wohl gedacht, nee, online gewinnen können wir nicht. Sowas vorbeizulassen ist ja wohl echt erbärmlich. Das verliere ich ja garantiert auch noch. Wundern wird's mich ja nicht. Gut aufgepasst, das ist doch eine Chance jetzt. Es klappt nichts. Ja, und da staubt er natürlich jetzt ab, oder? Oh, okay. Nein, wie gut die Idee war. Wie gut die Idee war. Nur leider die Umsetzung hat nicht funktioniert. Draufholzen! Und... Oh, komm. Ach, wenigstens bin ich noch am Ball. Oh, ich mache ihn nicht rein, ey. Oh, da hätte ich passen müssen. Das war schwach. Warum zur Hölle nimmt er den ja nicht in die Hand? Wie soll ich mich auf sowas vorbereiten? Mal ernsthaft. Oh, das ist natürlich super Konter. Okay. Und rüber. Es läuft auf ein Golden Goal hinaus scheinbar. Aber der Gegner hat es garantiert so abgestimmt, dass er jetzt irgendwie noch gewinnt. Irgendwie, das hat er geplant. Es würde mich nicht wundern. Ja. Es ist so lame, dass Muschi jetzt im Tor so versagt, ganz ehrlich. Das ist so lame. Warum lässt er den Ball zwei so schlechte Schüsse ins Tor? Das kann nicht euer Ernst sein, ey. Oh. Und dann hat er auch noch so ein Wolfswappen. Ja, blöd gelaufen, kein Glück im Online-Modus. Ich habe es mal versucht, aber damit dürfte klar sein, dass ich auf jeden Fall keine weiteren Online-Turniere mache. Ich werde jetzt auf jeden Fall trotzdem... Ach, sieh mal an, die kamen beide ins...
ins Halbfinale, gegen die ich gespielt habe, aber haben dann beide im Halbfinale versagt. Ja, Online-Turniere sind eh krank, weil da kann so viel schief gehen. Gibt sogar noch Punkte, damit wäre ich jetzt sogar auf der 1 der Weltrangliste, aber das ist natürlich Quatsch, das kann ich so nicht stehen lassen. Also doch, ich kann es eigentlich schon so stehen lassen. Ich möchte im nächsten Part einmal kurz zum Beispiel, ja, habe ich jetzt hier was Gutes? Ne, Penner, wohl Penner, ne, Freestyle. Ich hätte ganz gerne eigentlich mal, ach, das kann ich auf einer anderen Stufe machen. Habe ich, was habe ich denn hier noch so? Dann war das hier irgendwo. Zum Beispiel möchte ich mal letzter Mann versuchen. Ich mache nächsten Part noch einen Online-Part und ab dann machen wir wieder gegen den CPU und machen auch mit dem Londoner Turnier weiter eventuell. Das muss ich noch gucken. Aber auf jeden Fall möchte ich in dem nächsten Part das mal ausprobieren, ja? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.